Hallo KenFM Community, das wird das wichtigste Video, das ich bisher aufgenommen habe. KenFM verlässt Berlin. Ja, KenFM verlässt Berlin. Wir werden hier in dieser Stadt unsere Zelte abbrechen. Warum und wie geht es weiter? Geht es weiter? Was hat mich zu diesem Entschluss gebracht? Nun, es sind Ereignisse in den letzten Wochen und Monaten in dieser Stadt passiert, die mich nachdenklich gemacht haben und auch die gesamte KenFM-Crew, nämlich, dass es immer schwerer fällt, Protagonisten in dieser Stadt zu veranstalten. Hermann Plopper, Erwin Thoma, Ernst Wolf. Diese Menschen bekommen in dieser Stadt immer weniger die Möglichkeit, auf Bühnen aufzutreten, denn es wird dann Druck von außen ausgeübt, dass man diese Menschen ausladen muss. Es wird auch immer schwerer für diese Menschen in dieser Stadt ein Hotel zu finden. Und das zeigt mir, dass wir in dieser Stadt keine Zukunft mehr haben. Berlin war mal ein Ort, da ist man hingegangen, da hat man sich angesiedelt, weil man Toleranz suchte, weil man weg wollte vom spießigen Leben da draußen in der Provinz. Heute ist es umgedreht, heute findet das pralle Leben, ja, die Vielfalt, die Koexistenz findet in der Provinz statt, während diese Stadt immer aggressiver wird. Und auch für uns hier in unserer Situation ein Studio anmieten zu müssen, wir haben ja keine eigenen Studios, es wird immer schwieriger, die Verträge werden nicht verlängert. Oder aber wenn wir neue Räumlichkeiten suchen, dann wird uns in die Suppe gespuckt. Aus unerfindlichen Gründen heißt es dann eben, kommt leider nicht in Frage, obwohl die Räumlichkeiten leer stehen. Das heißt, wir wissen natürlich auch, das ist politisch motiviert. Hier steckt auch die Stadt dahinter, ein Senat, der auf gar keinen Fall möchte, dass wir in dieser Stadt Veranstaltungen machen, Positionen zum Beispiel oder Gäste interviewen vor Publikum. All das soll verhindert werden, sodass wir uns die Frage gestellt haben, was machen wir eigentlich noch in dieser Stadt, in dieser ewigen Frontstadt Berlin? Wir sind hier falsch. Wir werden diese Stadt verlassen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für die jahrelange Unterstützung. KenFM gibt es so ja jetzt seit 8 Jahren. Vorher gab es eine Radiosendung, 10 Jahre. Aber so mit Video, mit Bild gibt es uns seit knapp 8 Jahren. Und das wäre alles nicht möglich gewesen ohne eure Unterstützung. Diese vielen Mikrospenden, die wir sammeln und die wir benötigen, um unser Produkt, ja, unsere Videos herstellen zu können, Ton, die Homepage, die Menschen bezahlen, Kameraleute, Cutter, all das, muss ich euch nicht erzählen, das ist alles nicht ganz günstig. Aber, und da sind wir uns auch einig, die Einschläge kommen näher. Wir merken, dass der Druck auf diejenigen, die uns unterstützen, immer größer wird. Wir merken, dass auch, dass der Druck dahingehend größer wird, dass Homepages von alternativen Sendern gelöscht werden. Wir sind angezählt. Wir haben den 2. Strike bei YouTube bekommen. Bei einem 3. Strike heißt das, der Kanal ist platt. Dann sind wir unsere über 500.000 User los und wir können euch nicht mehr erreichen. Und so müssen wir jeden Morgen überlegen, ob wir einen Beitrag bringen können, ob wir Paul Schreier live bringen können, ob wir einen Beitrag von Daniele Ganser bringen können, ob wir einen Vortrag von Ernst Wolf bringen können, ob wir Hermann Plopper verlinken können oder aber ob das dann wieder zu einem Strike führt und ohne Angabe von Gründen sind wir dann, es war jetzt gerade eben so, eine Woche nicht mehr in der Lage, Beiträge hochzuladen. Das, was wir dann noch freischalten können, sind Beiträge, die bereits hochgeladen wurden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es satt. Das hat mit Pressefreiheit nichts mehr zu tun. Das ist die Vorstufe zum Totalfaschismus, dass man erst alle alternativen Stimmen erstickt und wer die Zeichen immer noch nicht erkannt hat, dem kann ich nicht helfen. Was möchte ich tun? Was geht aber nicht ohne eure Hilfe? Wir planen eine Art Mondmission. Wir brauchen ein Exil und zwar im analogen Raum. Wir merken, dass es wird immer schwieriger, im digitalen Raum zu veröffentlichen. Das ist eine Art Ping-Pong-Spiel. Heute bist du auf Telegram, morgen bist du auf Signalen, dann bist du nicht mehr auf Facebook, dann bist du bei Instagram, dann bist du weg von YouTube. So geht das immer weiter, aber die Räume werden enger und wir haben unseren eigenen Server schon, aber das alleine reicht nicht. Wir brauchen eine Begegnungsstätte, wir brauchen einen Ort, wo wir uns treffen können. Ihr, die das Projekt KenFM finanziert haben und wir Menschen einladen, die euch interessieren. Wir haben es ja gesehen, die Klickzahlen steigen bei uns, ja, gehen durch die Decke. Es gibt also einen Bedarf. Und ihr unterstützt uns auch, aber wir brauchen einen Ort, wo wir uns treffen können. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Stadt, die uns offensichtlich nicht mehr will, die uns keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen möchte, diese Stadt zu verlassen und in die Provinz zu gehen. Ganz bewusst aufs Land in die Provinz. Und man hat uns bereits einen Platz angeboten, den wir so haben können. Aber was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen auf diesen Platz ein Gebäude stellen, nämlich ein KenFM-Studio. Damit ist es aber nicht getan, denn das reine Studio ist mir ein bisschen zu wenig. Wir brauchen eine Begegnungsstätte. Wir brauchen einen Ort, wo man Veranstaltungen machen kann, wo man Seminare veranstalten kann, Räumlichkeiten, die wir auch anderen anbieten können, die dort zum Beispiel Achtsamkeitsseminare veranstalten können. Und ich stelle mir ja vor, eine Art Campus, das soll der Beginn eines Campuses sein, wo ich zum Beispiel unter anderem die nächste Generation von Journalisten ausbilde. Oder aber ein Hermann Plopper bildet die nächste Generation von Historikern aus. Ein Daniele Ganser bildet die nächste Generation von Friedensaktivisten aus. All das soll möglich sein. Das heißt, es muss Platz sein für mehrere hundert Menschen, die sich dort treffen können. Und wir wollen diesen Menschen die Möglichkeit geben, sich zu treffen, miteinander Meinung auszutauschen,
austauschen, das theoretisch zu filmen und ins Netz zu stellen oder aber eben nicht ins Netz zu stellen, sondern einfach als eine Begegnungsstätte zu sehen, wo auch andere alternative Medien sich treffen können, um einen Austausch zu haben. Ein analoges Exit, das man uns nicht wegsperren kann. So ein Projekt ist teuer. Sehr teuer, das kann niemand aus der Portokasse bezahlen. Das ist auch nicht durch die bisherigen Spenden, die KenFM zu dem gemacht haben, was wir heute sind, möglich. Das heißt, wir planen hier mit euch gemeinsam eine Art Raumfahrtprogramm. Wir wollen quasi auf den Mond. Ein solcher Campus kostet richtig Geld, aber es ist eben nicht nur ein Studio, es ist eine Begegnungsstätte, wo wir unter anderem ein Medienunternehmen sind. Aber wir möchten zum Beispiel, dass dort, ja, zum Beispiel Mediziner auf einer Bühne die Möglichkeiten der Alternativmedizin unterrichten können und vor ihnen sitzen neue Mediziner, die diese neuen Techniken dann zur Anwendung bringen. Also eine Art Messe, wo wir eben die unterschiedlichsten Branchen einladen können, angedockt vielleicht ein bisschen an das, was früher in den 30er Jahren Weimarer Republik das Bauhaus geleistet hat. Also dass man eben nicht nur Architektur hat, sondern man hat eben auch Kunst gehabt, man hat sich über die Menschen generell Gedanken gemacht und ich möchte vor allem, dass es ein Ort wird, wo wir auch wieder spirituell werden, weil ohne Spiritualität haben wir keine Chance. Ich sage euch da draußen, die Einschläge kommen näher und ob es uns bei YouTube und überhaupt so noch geben wird im nächsten Vierteljahr, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unter den bisherigen Konditionen das Jahr 2021 überleben werden. Wir brauchen also einen Ort, an dem wir das, was wir jetzt tun, weiter tun können und wo wir es euch meinetwegen in Form von Sticks aushändigen können. Es muss einen Ort geben, wo wir uns treffen können, wo wir uns alternativ Denkende begegnen können. Ein Ort, der nicht hackbar ist, der nicht kontrollierbar ist, der nicht scannbar ist, den man uns nicht kaputt machen kann, wo man uns nicht davon abhalten kann, dass wir uns gegenseitig treffen. Und das Leben ist nun mal analog. Ich weiß, es ist eine vollkommen verrückte Idee, aber ich glaube, wir müssen groß denken in Zeiten wie diesen, wo sich schon Anwälte verhaften, Homepages von Ärzten blocken und immer mehr Alternativmedien einfach platt machen, weil ihnen die Inhalte nicht passen und wo wir uns darauf verlassen können, dass sich die klassischen Medien und die Politik nicht für uns einsetzen werden. Wir marschieren mit Riesenschritten in den totalen Faschismus und deswegen habe ich und unsere Crew, wir haben uns entschlossen, das, was ihr uns in die Hand gegeben habt, auch als an Verantwortung, nämlich dieses Unternehmen aufzubauen, dass wir dieses Unternehmen in die analoge Welt retten müssen. Wir brauchen ein eigenes Studio, wir brauchen einen eigenen Campus. Wir haben die Location bereits, also den Platz bereits, den kann man uns nicht mehr wegnehmen. Der wurde uns angeboten, irgendwo da draußen in der Provinz, wo genau, wird noch nicht verraten. Und wir wollen jetzt mit eurer Hilfe dort ein Gebäude draufstellen. Ein nachhaltiges Studio, ein Studio, was mit regenerativer Energie betrieben wird, aber eben mehr als ein Studio, ein Ort, wo wir euch treffen können, wo wir euch Dozenten vorstellen können, wo es eine Begegnungsstätte gibt, ein Ort, wo wir die Zukunft bauen können für unsere Kinder, eure Kinder und unsere Enkelkinder. Das ist bitter nötig, es ist eine Arche und ich würde euch bitten, die Zeichen der Zeit zu erkennen und uns in diesem Punkt massiv zu unterstützen. Die Bitte geht speziell raus an den Mittelstand, denn mit einer Mikrospende ist das nicht getan, das wird ein teurer Spaß, aber es ist ein nachhaltiges Projekt, was wir übergeben werden, denn ich werde daraus eine Stiftung machen. Ganz wichtig, eine Stiftung machen, die wir übergeben an die nächste Generation. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos und ich habe Antennen für das, was sich da draußen abspielt. Uns wird es so nicht mehr lange geben und wenn wir jetzt keine Arche bauen, wenn wir jetzt kein Boot bauen, wo wir uns retten können, haben wir keine Chance und dann ist Ende diesen Jahres KenFM letztendlich, ja, kurz vor dem Abschuss. Das ist ja nur eine Frage derer, die uns präsentieren, also das sind die digitalen Player und wenn wir dann keine Arche gebaut haben, wenn wir uns da nicht vorbereitet haben, dann gibt es uns nicht mehr. Und dann war das, was ihr bisher investiert habt in KenFM, nicht für die Katz, aber dann gibt es uns so nicht mehr. Ich appelliere an euch da draußen und auch euch, die ihr den Mittelstand repräsentiert, unterstützt uns für dieses Projekt. Wie gesagt, es ist kein Flugzeug, was wir bauen wollen, es ist keine kleine Rakete, wir wollen ein Raumfahrtprogramm. Wir müssen uns quasi, so wie damals auf den Mond, ein solches Projekt aussuchen. Das ist ein Studio als Beginn eines Campuses und ich verspreche euch, wenn wir zusammenhalten, wenn wir Gas geben und wenn wir ein bisschen ja nach vorne blicken und diese Vision, diese Utopie, wenn wir die leben und denken, dass in Zeiten wie diesen möchte ich einen Campus errichten. Ja, genau das möchte ich. Ich glaube, dass wir das schaffen können, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir denen da draußen, die gegen uns den zeigen, hört zu, wenn ihr uns im digitalen Raum aussperrt, dann werden wir uns im analogen Raum treffen, denn ihr kriegt uns nicht kaputt. Ihr kriegt uns nicht kaputt und dann ist es vielleicht der Schritt, der nötig ist, von dem ich nicht gedacht habe, dass ich 2020 in Deutschland so etwas sagen müsste. Aber die Zeit, die wir bisher im digitalen Raum erlebt haben, ist so ein bisschen vorbei. Wir bewegen uns mit Riesenschritten eben in eine digitale Diktatur. Wir müssen diesen Raum dahingehend verlassen, dass wir eine Alternative haben, wo wir Gäste, Dozenten und euch einladen können, wo wir uns treffen können und wo uns niemand mehr einen Maulkorb verpassen kann. Unterstützt uns. Spendet, lasst uns diesen Campus 2021 errichten. Den Ort haben wir schon, lasst uns dort
ein Studio hinstellen, einen Campus errichten, damit wir dann 2021 sagen können, wir haben es wirklich getan, der Adler ist gelandet. Drückt drauf. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Danke für eure Unterstützung.